Schwarzeck in Bad Blankenburg war das erste große offizielle Projekt von uns als Paraforscher. Das erste Gebäude auf dem Areal der Liegenschaft war die 1872 erbaute Turmvilla Bertha, die als land- und forstwirtschaftliche Anstalt dienen sollte. Karl Hohenberg gründete dann 1893 die Kur- und Wasserheilanstalt Bad Schwarzeck. Laut Recherchen war zu erkennen, dass es auch Behandlungen mit Elektrizität gab, gegen beispielsweise nervöse Krankheiten oder das Frauenleiden bzw. weibliche Hysterie. Zwei der berühmtesten Patienten waren Hermann Göring und Marc Chagall. Die Legende besagt, dass Göring angeblich hier einen Nazi-Schatz in Sicherheit brachte, vor der Übernahme der Russen. Aber bislang hat niemand etwas gefunden. Noch heute steht im Untergeschoss der Kamin, vor dem die beiden Herren einst saßen. Ob nun zusammen oder getrennt, wird wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben. Nach 1933 war es zahlreichen jüdischen Stammgästen nicht mehr möglich, zur Kur zu kommen aufgrund der damaligen Nazi-Zeit in Deutschland. Gegen Ende des Krieges diente das Haus als Reha-Klinik für verwundete und dienstuntaugliche Waffenangehörige. Nach Kriegsende wurde das Haus Schwarzeck in den Jahren 1946 und 1947 von der sowjetischen Besatzungsmacht als Unterkunft für Umsiedler genutzt. Danach wurde es immer wieder aufgekauft und verkauft. Es fungierte als Sportschulen, Hotel und beinhaltete die Diskothek Fantasy. Leer steht dieses alte und wunderschöne Gebäude seit 2004. Wir besuchten bereits letztes Jahr dieses überwältigende Gebäude, doch diesmal sind wir vorbereitet. So, also wir fangen jetzt an mit der ersten Runde. Wir haben hier praktisch unsere Basis aufgebaut. Oder da, wo wir uns dann halt treffen. So. Hammer's, würde ich sagen. So. So. Was war das? An. Ach so. Ich hab's nur angemacht. Okay, okay. Ich bin mit den Geräuschen noch nicht vertraut. Einstellen. So passt das, genau. Weißt du, wo der Raum war? Eine Etage über uns. Oder war der schon hier gewesen? Nee, das sieht gut aus. Ist das schon hier? Kann aber sein, dass wirklich eine Etage über uns war. Okay. Mal schauen. Ja, aber ich denke, das war definitiv eine Etage über uns. Ja, kann man ja machen. Vielleicht kommt jetzt hier noch mal eine Treppe an, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Ah, fein. Ach, wie eklig das eigentlich aussieht alles. Ja, das hat leider runtergewirtschaftet, ne? Leider. Guck mal, hier ist noch ein Treppenaufgang. Ja, dann nehmen wir doch die Treppe. Dann nehmen wir halt einfach gleich den Weg. Ja, ich meine, das Gebäude ist kaputt, zerfallen. Aber hier gibt es immer noch Aktionen, Deutschen Roten Kreuz oder ähnliches, die hier mit der Unterstaffel durchgehen, die üben. Gebäuden, Verletzte suchen, wird schon noch genutzt. Und das Coole ist, hier gibt es einen Verein, Schwarzeck e.V. Wenn man da ganz lieb und nett anfragt, lassen die einen auch zur Besichtigung rein. Ja, ist sowieso immer besser, offizielle Anfrage zu stellen. Definitiv, so wie heute auch. Ja, weil dann kann man davon ausschließen, dass irgendjemand von draußen stört oder so. Das Problem ist, es war genauso ein Gang wie hier. Ich weiß auch nicht, welche Etage das war. Ich glaube. Naja, wir haben ja Zeit. Das Gebäude ist so komplex, ich kann mich an die Räume gar nicht mehr erinnern. Das ist jetzt auch schon ein gutes Jahr her hier. Wir müssen auf jeden Fall mal den Weg zurückgehen. Ja. Ich würde einfach mal, weil das war jetzt immer eine Kurve. Nur welche Etage, das ist die Frage. Hier ist auch offener Balkon, ja. Aktuell auch so, kein Ausschlag. F-Messgerät. Hier geht nochmal ein Treppe hoch. Könnte man zur Not nochmal nutzen. Aber ich glaube, das war sogar noch eine Etage drüber. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, noch eine Etage höher, meinst du jetzt? Ja, ich denke, es war noch eine Etage höher. Okay. Weil so, wie der Gang hier läuft, ist es schon richtig. Hm. Aber
zur falschen Etage. Wie gesagt, ich habe hier überhaupt gar keine Orientierung, weil es halt auch so riesig ist. Du hast überall Gänge. Ah, hier sind Leute gerade über uns. Gehen wir vorne mal die Treppe hoch. Ja, das muss man noch dazu sagen. Wir sind nicht alleine. Wir haben noch ein zweites Team, aber mit denen sind wir auch in Verbindung. Mit Walkies, dass wir davon ausschließen können, sollte ja irgendwelche Geräusche kommen, genau, dass wir kurz durchfunken. Sind wir hier beim letzten Mal auch hochgegangen? Das war der Raum, nur eine andere Etage, glaube ich. Hm? Wollen wir mal hoch? Wollen wir hochgucken? Mhm. Bist du vor? Ja. Gut. Es ist richtig toll, wenn man die Hände voll hat, wenn man sein Gleichgewicht nur auf die Beine konzentrieren. Wir freuen uns von keinem Wege. Um Gottes Willen. Entlang. Okay, hier haben wir noch ein Klo. Ich frage mich auch, wie das früher. Okay, hier haben wir welche Party oder so gefeiert. Okay. Ich würde eben mal kurz das hier ablegen. Taschenlampe auch. So. Mhm. Stabile 18 Grad immer noch. Ha? Stabile 18 Grad. Ich mal. Was hast du denn vor? Die Tür. Da ist ein Fenster dahinter, selber dran genagelt. Ach so, das ist geschraubt. Oh. Ja. Ich dachte, da geht's jetzt in den Namen. Ja. Falls du den Schrank finden solltest, sag Bescheid. Ja, Vandalismus hast du halt hier leider. Gibt auch hier leider viele Einbrüche, was nicht notwendig wäre, weil man kann eine Besichtigungstour buchen, komplett kostenfrei. Also, weiß nicht, warum man da hier so einen Mist veranstalten muss. Gut, so, die Geräuschkulisse ist halt echt nicht geil. Geräusche können von überall kommen. Du kannst ja das Außenrauschen, kannst ja von dann getrennt. Eigentlich. Du hast halt offene Fenster, das stimmt schon. Aber hier ist ja fast ein Gebäude. Hier wurde mal gesagt, dass angeblich eine Frau oder Mädchen gesehen wurde und auch in dem Raum hier drinnen dementsprechend was gehört wurde. Aber ich habe jetzt hier absolut keine Messung. Ich habe unten eine kurze Messung gehabt. Hier ist absolut gar nichts gerade. Sagen wir, laufen jetzt einfach nochmal Treppen runter und gehen in den Raum rein, wo ich eben war. Mhm. Ah. Da war eine Fledermaus. Ja, hier gibt es ganz viele Fledermäuse. Das ist zuckersüß. So, gehen wir nochmal runter. Ich würde sagen, ich gehe vor und wenn ich falle, Würste. Ja. Die halt auf die schmale Treppe ist. Ach, weil es doch so schmal ist. Genau, das war eine ganz andere Stimmung hier unten. Jetzt habe ich mich auch konzentriert. Der Raum hier. Ich würde sagen, wir gehen hier vorne die große Treppe runter, guck genau nochmal an dieselbe Stelle. Hm. Ich habe den Raum im Kopf, aber es sieht hier alles. Es ist ein riesiges Gebäude, muss man dazu sagen. Es ist nicht einfach, hier Überblick zu behalten. Hier geht's runter. Menschen hätte ich halt schon gern gewusst, ne? Was hier mal war in den Räumen. Ja, müsste man sich mehr damit auseinandersetzen, auf jeden Fall. Bäder. Das sind in jeder Ecke, was der hier kommt. Ja, ein großer, schöner Raum.
so ein Stück von dem Turm von außen her. Wir sind quasi eine Etage drunter, wo wir gerade waren. Ja. Exakt drunter. Lass uns noch mal hier lang gucken. Ah, hier sind wir schon lang gelaufen, okay. Echt? Ich habe gar keine Ahnung mehr, welche Etage. Ich merke mir so manche Punkte in Zimmern drin, die wir. Wie zum Beispiel die Maschine hier. Ja. Die Maschine. Ja, gut, das stimmt. Lauf einfach mal den Weg hier entlang wieder. Hier sind wir vorhin nicht hoch. Nee. Wir wollten vorhin hier hoch, aber. Wollen wir erstmal die Etage weiterlaufen, Stücke? Oder wollen wir hier runter? Nun, guck mal. Da brauchst du gar kein Armtraining mit dem Stativ. Ja, das glaube ich. Ich glaube, wir ja schon immer so meins von. Ja. Ja, gut, stimmt. Mit dem Spiegel erinnert mich jetzt mal wirklich einmal auf Preis genommen. Den Raum, den du jetzt wolltest? Ich brauch gerade noch Flederschuss. Ha? Ja, ich bin vorne in dem Raum, wie gesagt, falsche Etage. Also du redest schon mal zurück in die große Treppe, noch eine Etage runter, ja, und nochmal den Raum gucken, weil vom Standpunkt her war das genau der Raum, den ich gesucht habe, aber es war die falsche Etage. Was mein Hauptproblem die ganze Zeit ist, es ist einfach die falsche Etage. Du machst mich fertig. Okay, also. Gehen wir nochmal zurück zur großen Treppe. Scheiße. Gut, die will Weile haben. Ja, um Gottes Willen. Ja, jetzt. So, Treppe. Runter jetzt, ne? Ich würde noch die vordere Treppe würde ich nehmen. Das haben wir nämlich am Raum direkt nah dran. Ich, ja, mach. Ich mach du, mal. Du leitest. Ich mach mal das Navi jetzt. Ja, bitte, weil ich weiß nicht mal mehr, welchen Raum du meintest. Ja. Schweige denn, wo der ist. Also. So, hier. Haupttreppe hier kannst du dich wohl besser orientieren jetzt oder nicht? Ja. Okay. Grundriss ist ja von Etage zu Etage gleich. Das spiegelt sich ja meistens immer. Sind wir in der Halle? Gehen wir mal in die Richtung weiter, wo das Licht. Das ist Unterlicht. Oh, das ist die Halle. Oh, Wahnsinn. Hier sind wir wieder genau in dem Turm noch eine Etage tiefer. Genau. Was? Ja. Wir waren noch eine Etage tiefer. Irgendwo werden wir schon rauskommen. Der macht mich wahnsinnig. Lass mich hier reingucken. Wir wollten ja eh nach Gefühl laufen. Ja. Nicht so zielgerichtet. Ja, das ist richtig. Kälter? Ja. Das entweder, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich bewege. Aber ich kalt finde ich es. Kälter ist auf jeden Fall oben. Aber oben ist eh meistens da mal unten. Ja, jetzt geht's los für sich. Na jetzt. Das ist ein Puzzle.
Ging auch eine Etage runter. Ansonsten gehen wir in den Raum mit der Leiter. Und starten da erstmal eine Session, würde ich sagen. Mit der Leiter? Mhm. Da haben wir beim letzten Mal das erste Mal gemacht. Ja. Das letzte Mal, das erste Mal so. Also ich wäre jetzt mal auf das Dachboden gegangen. Ich weiß auch nicht. Dachboden? Ja, da wo wir gerade die andere Truppe getroffen haben, wo es da diesen Dachboden hochgeht. Das ist aber ganz, ganz schmal, da kommst du, da musst du gebückt oben drin laufen. Ach so. Und es ist richtig heiß da oben, Sauna. Ja. Ja gut, das habe ich auch noch so in Erinnerung. Ja. Aber es ist ja jetzt noch nicht die Jahreszeit, nee, wo es Hochsommer war. Dann machen wir das einfach als zweiten Ankerpunkt und suchen jetzt mal ganz kurz den Keller mit der Leiter. Ja, wir suchen. Aber deinen Raum hast du jetzt immer noch nicht, oder? Ich bin garantiert mal vorbeigelaufen, aber ich habe ihn nicht gespürt. Gleich mal den Raum anschauen. Guck mal, ich hab's nicht vor. Letztes Mal ist in der Gruppe durchgelaufen. Da gibt es einen Raum, der ist zugenagelt. Da ist nur oben ein Stück weit frei, wo man reingucken kann und da hat eine Katze gebracht. Absolut kurios. Ah, das war ein kleiner Lassen? Kann ich ihn erkennen? Wie? Jetzt geht's wieder. Das hat gerade wieder abgebrochen. Als wir im Keller unterwegs waren, ist meine Kamera plötzlich ausgefallen. Ich habe mich gewundert, warum, weil ich eigentlich genug Speicher hatte. Das Problem war gewesen, es war auf 4K eingestellt und nicht auf HD. Das hat natürlich den Speicher bei mir komplett vollgeknallt. Das war der ganze Zauber, warum meine Kamera ausgefallen ist. Wo lang? Ja, der Weg erstmal. Okay. Dieses Katzenmeter sagt doch echt gar nichts, ne? Nö, bei mir auch kein Ausschlag, nichts. Außer vorhin halt kurz, aber es könnte halt auf den Leuten gewesen sein. Ja. Stühlen hier. Ach, der grüne Raum. Der grüne Raum, ja. Der grüne Raum. Den suchen wir. Wir haben auch einen großen Raum. Genau, da hinten lang. Das ist theoretisch. Da gehen wir hin wollen. Sag mal, hier unten war wohl auch noch mal Party-Ding oder umgebaut, ja. Meine Disco ist ja auch in der zweiten Etage. Gerade nur noch rum. Aber wir könnten eigentlich in der Nähe. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, ehrlich. Wir sind nicht im Keller. Nee, wir sind. Wir sind, weiß ich nicht. Eindeutig Küche. Ja, klar, aber auf welcher Ebene? Aber es geht nochmal nach unten. Wir haben unsere Antwort, oder? Ja, da hängt der Fahrstuhl. Also okay. Wir sind wahrscheinlich Erdgeschoss. Lass mal den
den Bereich suchen. Ja. Genau. Oder? Wo diese ominöse Tür ist. Wo was? Diese ominöse Tür. Diese ominöse, aber das ist nicht hier, oder? Ich bilde mir ein, das muss hier irgendwo sein. Oh, im Kreis gelaufen. Ich verlasse mich hier auf deine Orientierung. Na, dann lass mal geradeaus und in die Tür rein. Und hier? Neben der Treppe. Also unter der Treppe. Ja, ja, ja. So? Ja. 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 Gehen wir nochmal zurück zum grünen Raum. Ich vermisse den Raum mit der Leiter ein bisschen. Okay, gut. So. Lass mal hier lang gehen. Da geradeaus. Ja. Vielleicht geht es da weiter oder es geht nicht weiter. Aber so verzweifelt immer noch. Hier ist auch was genagelt, aber hier geht es auch noch. Machen wir. Kopf einziehen. Ja. Stuhl, der hier in den Boden eingedingst ist. Da hat dieser Keller da noch ein bisschen immer wieder wahnsinnig. Diese offenen Türen halt. Ja. Das macht mich total kirre. Einfach mal bis durchlaufen oder hier ist der Raum in dem Raum, oder? Das müsste. War das der Raum in dem Raum? Ja, das ist klar. Ja. Also hier ist schon wieder ganz ekliges Gefühl. Ah, hier ist unangenehm. Mhm. Einfach unangenehm. Aber so richtig unangenehm gerade. Also bedrückend halt, weil das so extrem zugemauert ist hier. Du hast so diesen einschmalen Gang in diesem Raum in dem Raum, wie das alles. Da haben sie was freigeklappt hier, aber. Konnte man nicht in den Raum reingucken damals? Ich bilde mir ein. Vielleicht war das auch noch einmal weiter. Das kann auch aber sein. Hier haben sie doch auch nach irgendwas gesucht. Ja, ne? Überall. Weiß ich nicht, das ist extrem fest. Aber was mit einer Schrift sehe ich leider auch nicht. Nee, das ist glaube ich nur. Oh, was? Warum? Tut man sowas mit einarbeiten? Keine Ahnung. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Normalerweise nur, wenn da irgendwas dranhängt. Ja. Okay. Na gut, gucken wir weiter. Ja. Gut, du hast vielleicht doch noch einen Raum weiter gegessen. Ja, das ist durchaus möglich. Ja. Oh, wie klein. Ja. Meine Größe, ne? Nix für mich. 1,56. Einfach nix für mich. Ich passe da gerade so durch. Da ist der Fahrstuhl gewesen. Genau. Ja. Ja.
dumpfen Schlag. Dumpfen Schlag gehört da hinten. Wir sind hier auf jeden Fall bei 13 Grad. Aber ist halt auch Keller. Ja. Oder war das? Warte mal, glaube ich hier auch drin vorbei. Nee, das. Nee. Oder was? Siehst du was? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ja, da müsste hinter dir sein, herum. Ja, vielleicht. Keller ist immer unglaublich unangenehm. Ach, hier ist dieser größere. Ja, das ist deswegen war ich jetzt verwundert. Ach, vielleicht wenn da. Das ist dein Gimpel, der gerade aufschlägt. Ja. Was haben wir hier? Speisen und Getränke. Boah, hier mal ein Restaurant. Ah, das ist einfach nur ein Buch gefunden. Hier muss ein Loch in der Wand. Meinst du das vielleicht? Wo man nur reingucken kann? Ja, das ist jetzt praktisch das, was ich am anderen Ende hatte. Genau. Spektakuläres, ne? Aber der ist zugemauert worden. Ja, ja. Du hast ja sonst kein Eingang. Das ist jetzt einfach ein Raum. Der wurde zugemauert. Waren auf jeden Fall auch schon Leute drin. Also scheint nichts Spektakuläres da zu sein. Nö, absolut nicht. Ja. Auch nichts erkennen. Also immer trotzdem eigentlich interessant zu wissen, warum. Ja. Warum wurde denn zugemauert? Also das macht man ja nicht ohne Grund, weil es auch ein extremer Aufwand ist eigentlich. Aber naja. Ich würde dann gemutmaßt, dass hier irgendwas Nazi-Gold versteckt ist. Ja, das ist alles immer Aua. Geschichten und, weiß nicht, Spekulationen. War das mit der Glaswolle, ne? Genau, da sollte man vielleicht wieder einen Bogen drum machen. Das ist nämlich ultra unangenehm. Da war auch nicht viel gewesen, außer ein zugemüllter Raum. Gehabt, aber wahrscheinlich kann es einfach zu hoch, dass es von einer anderen Gruppe kam. Ja, dann lass uns doch die Treppen gleich bis ganz hoch machen. Oh Gott. Ja. Sportlich, sportlich. Vorsicht, Kopf einziehen. Wo der Raum war. Das war Küche garantiert, 100%ig Küche. Ich weiß aber nicht mal, wonach du suchst. In der Küche gibt es einen zugenagelten Raum, wo man oben drüber in den Raum reingucken kann. Die Werkstatt vom alten Hausmeister. Ja. Und nach dem Raum suche ich. Funk doch mal beim Stefan durch. Ja, das ist eine gute Idee. Guck einfach mal drüber und frag danach. Ja, ich weiß. Stefan, kurze Frage. Der Raum vom Hausmeister, wo man über der Tür reingucken kann, wo das Teelicht war, wo genau war der ungefähr? Wir sind gerade von der Halle aus in die andere Richtung gelaufen, unten im Kellerbereich vom grünen Raum. Kann ich dir zeigen?
Timing, ohne Scheiß. Das ist echt Timing. Da waren wir gerade gewesen. Ja. Das war Karo unten. Das war hier die schlimmste Orientierung, ne? Oh, das ist ja gerade hier unten durchgelaufen, gell? Klumpst es. Ja, ist schön kalt hier unten. Ich war jetzt eigentlich auch froh, dass wir oben sind. Auch nicht. Okay, ich muss rein, ne? Wir hatten oben mal ganz kurz Ausschlag gehabt, aber da war die Gruppe in der Nähe gewesen, ein paar Meter entfernt von uns. Ja, das war schon. Und durch seltsamen Zufall kam uns da natürlich in dem Moment der Stefan entgegen und ja, wir sind dann mit ihm zusammen nochmal in den Keller zurückgelaufen und er konnte uns dann auch den Raum zeigen, den er Markus vergebens gesucht hatte, wo dieses Kerzenlicht angeblich in einem dunklen Raum leuchten soll, wenn man reinschaut. Also das war dann wirklich nur so eine Tür gewesen, wo eine obere Luke ist und wenn man da mit der Kamera oder sowas reinleuchtet, soll angeblich was leuchten oder beziehungsweise schon eine Kerze dort sein. Und ja, wir haben dann auch die Stelle gefunden, beziehungsweise Stefan hat uns die Stelle gezeigt und ich habe dann auch mit meiner Kamera reingeleuchtet und man sieht direkt, wenn ich mit der Taschenlampe genau reinleuchte, dann reflektiert in diesem kleinen weißen Porzellanglas auf der linken Seite wie so ein Strich. Und dieser Strich sieht dann halt auch aus wie eine leuchtende Kerze. Oh, eine schöne Aufnahme hier entlang. Wieder hochgehen. Lohnt sich das ja. Als wir dann mit unserem Rundgang soweit fertig waren im Keller, haben wir uns dazu entschieden, erstmal in die Halle zu gehen und dort zu pausieren. Es waren noch zwei andere Teamkollegen dabei gewesen, die sich schon entschieden haben, wegzufahren. Und so wie die Halle verlassen haben, ist es urplötzlich kalt geworden. Und daraufhin habe ich mein K2-Meter angestellt, weil da auch ein Temperatursensor drin ist, weil ich nachprüfen wollte, wie sehr die Temperatur gefallen ist. Und das war die beste Entscheidung, die ich haben konnte in dem Moment, weil das Gerät sofort ausgeschlagen ist.